Hallo und willkommen zurück zu einem neuen Video von mir. Heute gibt es ein neues Kapitel-Review und zwar zu ganz AR Kapitel 4. Ja, das letzte Kapitel, das hat ja damit aufgehört, dass unser Gabi und die Pri, die sind ja da in diesen Kommentatorraum gegangen und der Gabi, der hat dann so ein bisschen mit der X-Gun rumgespielt und hat dann so diesen Röntgen, diese Röntgenfunktion benutzt und hat dann mit diesem ja, Sportplatz halt abgeröntgt und hat dann gesehen, oh nein, unter dem Sportplatz ist ein riesiges Alien. Nun will Gabi das den anderen sagen, doch da werden der Gabi und die Pri schon angegriffen von einem weiteren Teufelsalien und das springt so auf Gabi zu und schleudert ihn aus dem Fenster raus. Gabi fällt mit dem Teufelsalien wieder auf den Sportplatz. Die anderen haben soweit erstmal alle Aliens dort besiegt und sehen nun, dass ein weiteres aufgetaucht ist, gegen das Gabi kämpft. Gabi versucht sich so zu befreien. Dann haben wir auch noch den Typen ohne Anzug, der mindestens 15 Punkte machen muss, sonst bringt ganz ihn um, weil ganz keinen Bock mehr auf diesen Typen hat, weil er schon zweimal seinen Anzug vergessen hat. Und ja, der versucht natürlich jetzt die Punkte zu machen. Gabi, ja, versucht sich dann so zu befreien. Und es gelingt ihm dann, das Alien so von sich wegzutreten. Dabei merkt Gabi, okay, der Anzug verleiht ihm Superkräfte. Das Alien fliegt durch die Gegend, lebt aber noch. Er hat es jetzt nicht tödlich getroffen oder verletzt. Daraufhin greifen jetzt die anderen an und attackieren das Alien. Das weicht aus, steckt zwar so ein Treffer ein. Die mit langen schwarzen Haaren, also die Freundin von unserem Typen, der seinen Anzug vergessen hat, sagt, hey, bitte achte drauf, bitte tötet das Alien nicht, das muss ja mein Freund machen, der braucht die Punkte. Und auch er sagt nochmal, ey, ich möchte das Alien erledigen. Das Ganze natürlich leichter gesagt als getan. Er schnappt sich da auf das ganze Motorrad, versucht das Alien umzufahren, gelingt auch nur so halb, geht dann, obwohl er keinen Anzug hat und er ist ja schon verletzt. Wir dürfen nicht vergessen, er wurde ja von Säure getroffen, und sein halbes Gesicht und so der Arm sind ja schon verätzt. Greift das Alien trotzdem an, schießt dann auch ein paar Mal auf das Alien. Dies scheint sich zu verstecken und zwar rollt es sich ein wie so eine Katze, ein bisschen komisch, weil der Schwanz von diesem Alien, das ist scheinbar so eine Art also plattenartiges Material, das rollt sie so zusammen, aber sie schießt drauf, dass sie das Alien nicht verstecken kann. Aber dann kommt es natürlich so, wie es kommen muss. Unser Freund ohne Anzug ist zu unvorsichtig und nun, er wird in zwei geschnitten und zwar senkrecht. Ja, das passt unserer schwarzhaarigen Freundin überhaupt nicht. Die ist nun richtig sauer, dass das Alien ihren Freund getötet hat und attackiert nun das Alien, um es zu töten. Übrigens, der Typ mit der Maske, der versucht auch noch so ein bisschen zu schießen. Trifft auch irgendwie das Alien an einer Stelle, aber am Ende erledigt es die Schwarzhaarige, indem sie das Alien ebenfalls in zwei Teile schneidet. Der Gabi, der schaut sich dann so ein bisschen das Alien an und es ist ein anderes Alien gewesen als die normalen Teufelsalien, denn diese beiden, dieses Alien besteht aus zwei dieser Teufelsalien-Frauen so zusammen, die so halb verschmolzen sind, schon fast wie zusammengenäht, wobei hier tatsächlich mehr wie verschmolzen. Jedenfalls fällt dann dem Gabi ein, hey, ich wollte denen ja was sagen. Und der Gabi, der geht dann auch zu denen hin und sagt so, ey Leute, da unter uns ist ein großes Alien. Das habe ich gesehen, als ich das mit der X-Scan alles abgescannt habe. Die anderen sind am Anfang erst überrascht, greifen dann aber das Alien unter der Erde an, beziehungsweise müssen dies erstmal freilegen. Unsere schwarzhaarige Freundin sagt dann so, also sie erledigt das Alien, denn sie will ihren Freund wiederholen. Sie hat wohl scheinbar bald die 100 Punkte und will diese natürlich benutzen, um den Typen wieder zu beleben. Dann haben wir noch unseren, ich sage mal, Anführer- und Aufklärer-Typ. Auch der sagt natürlich, ja, er hat da auch schon dran gedacht, den Typen wieder zu beleben. Also die Gruppe kennt sich wohl und er möchte auf jeden Fall diesen auch wieder beleben.
Und daraufhin macht sich die ganze Gruppe nun an die Arbeit und schießt mit den X-Gun und X-Rifle auf den Boden. Also sie buddeln damit quasi den Boden auf. Und tatsächlich, da unten ist das ein riesiges Teufelsalien und schläft noch. Alle sind erstmal überrascht und dann schießt aber auch schon unser Maskenfreund auf das Alien. Also haben wir jetzt den Kopf freigelegt und sie treffen den Kopf. Unsere schwarzhaarige Freundin sagt wieder so, ey, du, töte das Alien nicht, ich will es töten, ich will die Punkte, ich will meinen Freund wieder beleben. Und der sagt so, ja, ja, ich habe es doch nur so ein bisschen angekratzt, das wird schon noch leben. Und tatsächlich, das Alien wachte nun auf und ist natürlich, wie man es sich vorstellen kann, überhaupt nicht begeistert darüber, dass sie ihm in den Kopf geschossen haben. Und die aus der Stelle, so aus der Stirn, ist schon ein gutes Stück rausgeplatzt. Und da ist es natürlich nicht erfreut. Ich vermute mal, es wird auch nicht sonderlich erfreut darüber gewesen sein, dass man es nun aufgeweckt hat, wenn es der Unterdog ganz harmlos sein Nickerchen gehalten hat. Und nun kommt eine Bande in SM-Anzügen und weckt es auf. Ja, und da ist das Alien natürlich nicht allzu begeistert. Der Gabi fragt sich übrigens mittlerweile so, ja, was eigentlich mit der Pri ist. Also Priscilla, falls ihr den richtigen Namen schon vergessen habt, die Leute bei ganz lieben es, sich Kosenamen und Spitznamen zu geben. Wie gesagt, Gabi ist eigentlich Gabriel, aber wir nennen ihn Gabi. Und ja, der fragt so langsam, ja, ey, was ist mit der Pri? Die wurde nicht mit rausgeschleudert von oben. Die wird also irgendwo da oben noch in diesem Kommentatorhäuschen sein. Geht der Gabi zumindest vermutlich von aus. Aber da erwacht dann auch schon, wie gesagt, das große Alien zum Leben und beginnt die Gruppe anzugreifen. Und damit endet auch das vierte Kapitel von Guns AR. Ein sehr, sehr actionreiches Kapitel. Es ist nicht allzu viel passiert, außer dass der Boss bekannt, also weiß bekannt gegeben wurde. Wir hatten noch einen Kampf gegen den Mini-Boss, wobei es sieht, das Alien sah ein bisschen anders aus als die anderen Frauen. Ein bisschen Variation im Alien-Design ist ja auch immer gut. Und am Ende wacht der Boss halt auf und attackiert die Gruppe. Mal schauen, wie die Gruppe damit fertig wird. Das ist ja ein riesiges Monster. Sonst wieder Action sehr, sehr gut. Die Charaktere, naja, wie gesagt, also der Gabi ist nicht sonderlich sympathisch. Ich glaube, das habe ich jetzt in jeder Review gesagt. Wird es ja noch so ein Running Gag, dass ich sage, also der Gabi, das ist ein unsympath. Und wir, ja, also Gabi ist jetzt echt nicht toll. Der Rest der Charaktere, dazu kann man jetzt noch nicht viel sagen. Gut, ihr könnt natürlich schon was dazu sagen. Ich bin ja auf dem aktuellen Stand. Aber wir wollen in den Reviews hier nichts vorwegnehmen. Deshalb habe ich auch noch keinen Namen von den Charakteren gesagt. Der Hund hat diesmal leider nicht allzu viel gemacht. Aber den haben wir auch ein paar Mal gesehen. Und sonst richtig geile Action. Sehr, sehr cooles Alien. Also das Design gefällt mir sehr gut. Der Boss sieht auch was cool, würde ich nicht sagen. Aber er hat schon was vom Aussehen. Und nun sind wir natürlich alle gespannt, wie es weitergeht. Und ob unsere Freunde das Teufelsalien bzw. den Teufelsalien-Boss nun töten können. Und ja, das werden wir dann im nächsten Kapitel sehen. Falls ihr das Kapitel gelesen habt, schreibt mir in die Kommentare, wie gefällt euch das? Kennt ihr ganz AR überhaupt? Und wenn ja, wie gefällt euch ganz AR? Seid ihr auch auf dem aktuellen Stand oder noch nicht? Wie gesagt, schreibt es in die Kommentare rein. Und dann sage ich mal mehr, wenn ihr mich wieder seht. Ihr müsst unbedingt schauen, wie es weitergeht.